Ach, guck mal, wir könnten Steam Engines benutzen. Ist ja irre. Ist sowas aber auch. Und mal so eine ganz andere Frage. Ich weiß nicht. Ist es unter Umständen sogar sinnvoller, wenn wir Solid Fuel, also flüssiges, also aus Flüssigkeit Solid Fuel machen und das durch den Fuel Processor jagen, statt Kohle? Ja. Jetzt ist es definitiv sinnvoller, aber okay, soweit. Dann ist die nächste Frage, wo haben wir Öl? Öl. Sind das diese lustigen blauen Drilling-Marker auf dem, weil ich kenne den Mod halt nicht. Nee, das sind andere. Öl ist, ich glaube, da. Wie konnte man markieren? Da und da. Oh ja, tatsächlich. Crude Oil. Ja gut, das Crude Oil da unten ist ein bisschen langweilig mit nur 400%, aber hey, warum nicht? Fangen wir damit einfach mal an. Ja. Haben ist besser als nicht haben. Genau. Factorio-Regel und so, ne? Richtig. Dann würde ich nämlich tatsächlich mich mal dran setzen und versuchen, da unten Erdöl zu Fuel processen. Ja, und ich würde mich weiter links dann irgendwann mal dran setzen, neue Schmelzen aufzubauen, weil jetzt haben wir die Cliff Explosives. Das ist genau das, was ich haben mag. Tatsächlich bin ich gerade am Überlegen, ob ich nicht tatsächlich, weil ich sehe gerade da unten ist das Gelände sehr zerklüftet, ob ich nicht tatsächlich mit einem halben Inventar Cliff Explosives anfange. Und Platz mache. Aber für die Cliff Explosives brauchen wir Explosives und für die Explosives brauchen wir Sulfur. Für Sulfur brauchen wir. Ja, ich habe den Widerspruch verstanden. Ich mache das anders. Ich hole mir Materialien. Ich produziere den Shit, den ich brauche und baue da unten erst den Käse auf und dann baue erst mal eine Einzelanlage, dass wir uns Cliff Explosives rausziehen können und dann ich baue quasi eine temporäre Anlage, aus der wir das Ganze dann nochmal in hübsch machen können. Genau. So die Idee. Und Coinbot, unser Problem war wahrscheinlich, wir hatten hier vorher eine ganz andere Belt, also einen ganz anderen Splitter hängen und ich habe einfach Teile davon abgerissen und die waren dann einfach, sind dann einfach doppelt belegt worden und dann ist natürlich alles da drauf geschmissen worden und hier hängt auch wieder ein Stück. Du hast das halt einfach kaputt gemacht. Tut mir leid. Wo bauen wir denn Glas? Blöde Frage. Oberste Schmelze. Also hast du es gepfuscht, gib's doch zu. Ich habe nicht gepfuscht, ich habe es nur kaputt gepatcht. Ja. Niemals pushen. Und Underwood, danke dir für dein Follow. Vielen, vielen Dank. Ich habe vorhin irgendwo Stahl gesehen. Oder hier unten. Ja. Freut mich, dass es dir gefällt, was wir hier tun. Auch wenn wir manchmal selber nicht wissen, was wir tun. Was? Hä? Was? Habe ich was gesagt? Wer bist du? Und wenn ja, wie viele? 5. Achso. Dann ist er gut. Gut, jetzt macht es vielleicht Sinn, tatsächlich mal diese Greifer hier zu beschleunigen. Niemals. Wo ist jetzt meine Lampe hin, die ich da weggenommen habe? Sicht. Da. Iron Plates. Hier, neben mir, Kiste. Ich habe festgestellt, wir haben dafür eine Kiste. Hier, direkt neben mir. Was? Wo? 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 Direkt neben mir ist eine Kiste. Iron Plates. Ja. Ich weiß. Aber ich war gerade nebenan, deswegen habe ich mir gedacht, ich greife sie da ab. Ah. Aber die Iron Plate Kiste wird auch sehr langsam befüllt. Nein. Die ist einfach nur voll. Oh, gerade eben. Hä? Wo habe ich denn jetzt gerade reingeguckt, wo nur drei Dinger drin waren? Ups. Also sie war mal ganz voll, bevor ich den Limiter gerade unten angesetzt habe, weil ich mir dachte,
Warum? Okay. Badehöfe habe ich jetzt noch keine. Ich düse mal da runter zu dem Zeugs und dem Krams hier und bin mal eben in einer Gebrauchgetränkeabteilung und dann, wenn ich wieder da bin, werde ich mich mit Liquids Handling beschäftigen. Große Freude. Yes. Ja, und ich beginne damit da hinten irgendwo einen Prototypen von einem Bahnhof hinzustellen, damit wir da unser Schmelzarray hinstellen können und weit genügend Platz haben, weitere Dinge zu tun. Ich bin dann, wie gesagt, mal jemand, der braucht keine Abteilung. Jo, viel Spaß. Gut, dass ich alles in der Tasche baue. Das dauert glücklicherweise nicht lange. Das war Ironie. Ich hätte mir natürlich auch Greifer und so Quatsch mitnehmen können. Stahl für Kisten und überhaupt und ja. Greifer waren oben. Bells hätte ich vielleicht auch noch mitnehmen können. Das wäre auch eine super geile Idee. Von Schmelzen wollen wir jetzt gerade gar nicht mal anfangen. Das ist sehr schön. Fluid Wagons sind auch nice. Sind hier vielleicht in diesem Glibber noch ein paar Fische? Gesunde, frische Fische. So, was ich mir vorstelle, ist, dass man hier irgendwo ein paar Schienen hinlegt und dementsprechend hier irgendwo den Bahnhof hinschmeißt dafür, weil ich gehe davon aus, dass wir früher oder später das Zeug per Schiene anliefern. Habe ich schon eine Lok fertig und überhaupt... Ja, kann er Twitch. Die Waggons ja, die Lok nein. Das habe ich schon so ewig nicht mehr gemacht.
Ich habe Rohstoffe dabei, super. Brauche ich eigentlich gar nicht. Willkommen zurück. Habe ich so viel Krach gemacht? Entschuldigung. Ja, das ist gut. Du hast geatmet. Das hat mir gereicht, um rauszufinden, dass du da bist. Okay, ich würde Atmen sofort einstellen. Ich bitte darum. Was? Nein, alles gut. Atmen sei definitiv erlaubt. Das ist schön. Und ja, danke schön. Yahoo, Bing, Doofkater, Bing. Sei gegrüßt. Ich hoffe, es geht dir gut. Du hattest einen angenehmen Tag und danke nochmal. Was? Atme nur einstellen, wenn wenn ein Grüner ist? Oder Klimakleber? das wird mir jetzt hier zu politisch. Da äußere ich mich mal nicht zu. Ich hätte hier noch Strom hinlegen können. Das wäre, glaube ich, gar nicht mal so ungeil gewesen. Ach, wir brauchen schon Stroh, sagt der gerade zurückrennt, um Kupfer zu holen, um Strommasten zu bauen. Mhm. Ja. Ah, Concrete, okay. Vor allem, ich hätte den Strom direkt hier hinlegen können, während ich hier hingelaufen bin. Mhm. Das ist also Vorbereitung eher mäßig. Okay, was? Okay, ich brauche zumindest nicht mehr viel. Jetzt muss ich nur noch warten, bis meine 12 Milliarden Sachen hier durchgelaufen sind. Warte, ich baue mal gleich. Die schieben wir einfach mal nach hinten. Die brauche ich aber. Wir sind mit der Forschung wieder durch. Schlimm. Machen wir sie doch einfach mal schneller. Achso, meine Healthpacks sind gerade noch am Bauen. Auch die schieben wir nach hinten. Hier sollte ich vielleicht dann doch nochmal überlegen, ob ich da vielleicht einfach den Strom richtig anschließen möchte. Was? Dinge richtig tun? Niemals. Ich weiß, das kommt hier sehr selten vor, aber manchmal denke ich mir, ich tue mal so, als ob, dann sind alle verwirrt, fragen mich, was los ist. Und da mache ich es doch wieder falsch. So, jetzt wäre natürlich sehr interessant zu wissen,
Auf welche Seite legt ihr die Materialien, die dahin geschmissen werden? Gut, das war klar. Du legst die auf die Seite. Das heißt, du müsstest das Ding auf die andere Seite so legen, ja. Eins, zwei, drei, vier, Achter. Bam, 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 bam. Nee. Das macht so keinen Sinn. Was denke ich mir gerade? Ich habe keine Ahnung. Nee, das ging anders. Das ging definitiv anders. Es ist so lange her, dass ich einen Bahnhof gebaut habe in diesem Spiel. Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern. Also mal so, ich habe es wahrscheinlich noch nie richtig gemacht. Also im Sinne von, so wie man das dann eben tun würde, wenn man Ahnung davon hat. Ich habe das irgendwie bisher immer nur, wenn ich so weit überhaupt mal kam, einfach nur irgendwie zusammengezimmert. Aber irgendwie zusammenzimmern ist doch auch eine schöne Sache. Die funktioniert manchmal dann doch. Oh. Was schmeißen die hier beide da oben drauf? Das will ich aber nicht. Nee. Ich weiß, ein Bild ging hier unten durch. Das war, glaube ich, das hier dann. So, auf welche Seite hast du deine Items noch geschmissen? Auf die Seite, okay. Ach, verdammt. Das kann jetzt sich hier nur noch um Stunden handeln, bis ich hier das Rätsel, wie ich das machen möchte, ausgerätselt habe. Also feel free, schnappt euch Popcorn. Der packt's auf die Seite, der packt's auf die Seite. Dann, wenn ich die beiden zusammensplitte, wäre das doof. Das ist tatsächlich die Variante, um beide Beltseiten zu füllen. Muss ich das aber auch dummerweise so machen, dann brauche ich hier nochmal ein extra Ding. Das ist... Dann hätte ich die zusammengefüllt. Finde ich jetzt suboptimal. Nee. Das geht kompakter. Das geht bei weitem kompakter.
Auf der anderen Seite, wenn die Bells schnell genug sind, interessieren mich. Interessiert mich das dann? Das ist nämlich auch die Sache, die ich meine. Wenn sie schnell genug sind, interessiert es mich gar nicht. So, das ist die obere Seite. Das heißt, ich muss hier die untere Seite füllen. Das wäre das. Muss ich nur noch die beiden hier zusammenschmeißen. Das auf der richtigen Seite. So, gemäß dem Fall, dass ich hier oben fülle, dann will ich hier auf der unten, auf der unteren Seite das gefüllt haben. Wo sind meine Lampen? Hier wird's dunkel. Mehr Licht, Freund. Das heißt, das obere Belt wird gefüllt. Hier will ich das untere Belt füllen. Ne, das da ist das untere Belt. Hier will ich das obere Belt füllen. Damit ist das hier soweit. Nicht optimal, aber es wird zumindest nicht zu schlimm geunbalanced. Du stehst da falsch. Oder? Nein. Ich baue da falsch. Das ist das Problem. Was denn da? Ist das ein klarer Fall von kaum macht man es richtig, schon funktioniert's? Noch nicht. Noch nicht. Okay, dann nochmal fragen. Ich meine, ob die ob das Ganze richtig steht, sehen wir, wenn da Material durchgeht oder so ähnlich. Mhm. Weil dafür muss da erstmal Material durch. Also auch noch. Ja. Schlimm. Aber ich versuche jetzt im Moment einen möglichst schlanken Bahnhof, der halbwegs effizient ist, zu bauen. Klingt alles irgendwie sinnvoll. Ja. Yep. So. Cannot reach, ja, ist okay. So. Eigentlich da, genau. Wir haben hier ein bisschen Kohle, das schmeißen wir mal in den Zug hier rein. Hier hinten haben wir ein Vierer-Belt, das sollten wir vielleicht noch balancen. Nicht lange überlegen, wie das Ding gebaut worden ist. Wow. Das ist... Den da kenne ich. Der müsste aber auch ausreichen für den Testzweck.
So.